zwiehen Tagen Ost und Wirt, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser, und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Evangelium gepredigt wird,
der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was Right.
der Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend setzte sich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen, sprach er: sagten zu ihm: Herr, des Menschen Sohn verraten wir. Es wäre ihm besser, dass dieselbige Mensch noch liegen.
dass er ihn verriet und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu Bye.
Gesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herden werden sie nicht zerstreuen. antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Nacht jeder Hand wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Thank you.
führen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, ist das zu sich Petrum und die zwei Söhne Zebedei und fing an zu trauen und zu Schmerz, ihr zittert das gequälte Herz. Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht? Der Richter Gericht, da ist kein Trost, kein Helfer nicht. Er leidet alle Höllenqualen.
zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und bietet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn. So als noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und
alsbald trat er zu Jesum und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi! Und küssete Thank you.
aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wir das Schwert Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Bin ich doch tätig bei euch gesessen, habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, was ließen ihn alle Jünger und flohen. thank you.
gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas. Dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich bei den Knechten, auf dass er sehe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines.
Der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Heißer Götzer, heißer Götzer. Draußen im Palast und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagest,
Als aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren. Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petro: Du bist doch ein Evangelier. Sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Dachte Petrus an die Worte Jesu, da zu ihm sagte, wer der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Thank you.
erhielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und banden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geben wir uns das an? Was geben wir uns das an? Die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es kommt das Herzog.
guten Rat und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennete Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremia, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt war der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwundert. Aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesus? Von dem gesaget wird, er sei Christus. Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerichte? Ich habe
aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barnabas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barnabas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lasst ihn, Barnabas, und Paulus, Jesus, und 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 Barnabas, und Paul
Gebeten, aber noch mehr und sprachen. Das in Rome. Sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, siehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Thank you.
kamen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Thank you.
verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene, mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein, je mehr es unsere Seele tut. Je herber geht es ein.
dieselbe Frage. Da sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstädt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Ja, du,
hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Thank you.
Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, aber die da standen, da sie das hörten, sprachen sie: Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Aber Jesus schrie abermal laut und verschied. Tempel zerriss in sein Stück von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und standen auf wie Leiber der Heiligen, die da schrie.
den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und Oh.
Schmutzelein, ich will Jesus selbst begraben. Ich will Jesus selbst begraben. In einen Fels hauen und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folge nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Siegel!